Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed, dem Ghost Rider Syndrom oder so. Denn wir haben jetzt ein brennendes Pferd, ja, ihr seht richtig. Habe ich mir geholt aus dem Ubisoft-Ding. Gehen wir gerade mal gucken. Ich habe mir ein paar neue Sachen gegönnt. Denn ihr müsst wissen, seit ein paar Tagen, ich weiß nicht seit wann, gibt es eine spezielle Ausrüstung, ne? Hier, das kam heute rein, welches war das? Das da? Mutti Herti, irgendwie so. Das habe ich erst vorhin mal gesehen. Das Schild ist neu. Ich weiß nicht, ob da immer was Zufall reingehauen wird. Keine Ahnung. Da hätten wir übrigens der Bogen der alten Zivilisation. Ich finde den scheiße, weil Distanzmultiplikator, der ist ziemlich unschön, wenn ihr mich fragt. Aber naja, gut. Wieder Haken, Langbogen. Das ist eher was für mich, ne? Freunde. Wir kommen gleich aber zu den Neuheiten, die ich gegönnt habe, ne? Hier gibt's noch für euch, falls ihr auf allgemeine Sammlungstour seid, den leuchtenden Streikolben. Ich weiß nicht, was an dem so besonders sein soll. Haut aber auf jeden Fall Gesundheit für Crit raus. Wir gehen jetzt aber zu unserem geistigen Eigentum, wie man das so schön nennt. Und ja, hier sehen wir unsere schönen Sachen. Qual, also Qualität 93, Gesundheit bei Paraden, sehr geil. Qualität, wie ihr seht, sind überall die Sachen cool. Aber was mir aufgefallen ist, ich habe ein neues Spiel so gestartet, habe natürlich die Sachen hier auch bekommen. Hier Flimmerdolche und Schild des Mondlichts. Bei mir sind die dort auf Level 15, 16, ne? Also ich weiß ja nicht. Also die sind vollkommen useless dann am Ende. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Die verderbte Seele wurde auch irgendwie abgelöst. Denn wir haben definitiv neue und bessere Sachen, Freunde. Weil, wenn wir jetzt hier mal nachgucken gehen, Freunde, guckt euch jeder. Also, jedes Schutzteil ist einzigartig, geiler denn je. Auf dem besten Level. Ich weiß nicht, wie der neue Boss gegen uns bestehen wird. Denn ja, wir sind in einem neuen Boss-Battle stehen geblieben. Sollte eigentlich auch im Titel stehen. Für die, die es einfach nur so auf dieses Video verschlagen hat, ne? Was ich geil finde an Mondsichel ist, brennen bei Treffer. Echt geil. Gibt noch ein bisschen extra Damage. Und natürlich können wir auch wieder, wenn wir lustig sind, den Jägerbogen ausrüsten und sicher mal dem neuen Boss Sachmet in die Eier treten, gefühlt. Hier, Prüfung des Sachmet. Besiege den Boss und für jede aktive Prüfung, bla 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 bla. Sammelverkörperung stört die Simulation. Leider kommt die Scheiße gerade nicht, Freunde. Die gute Anzeige, die kam einmal. Warum nicht mehrmals? Keine Ahnung, weil ich bin direkt wieder rausgegangen. Und vor, also, es wurde schon im Startmenü, als ich im Ubisoft Club drin war, angezeigt und ich dachte mir nur so. Ey, ich bin nicht mal im Game und du zeigst mir das an. Wo es genau ist, sieht man hier. Eigentlich müsstet ihr nur auf den Punkt dann gucken. Na? Und zum Glück ist auch jetzt endlich die Story vorbei. Jetzt wird eigentlich nichts mehr wirklich gespoilert, außer jetzt die neuen Waffen, Freunde. Wer bei mir die letzte Folge nicht angeguckt hat, sollte es dringend nachholen, Freunde. Und ich liebe das Schild jetzt schon hier. Weil guckt euch das Level an, guckt euch die geile Mechanik an, Mann. Ich feiere das jetzt schon. Und wir haben sogar schon Doppeldolche. Das wird sowas von genial. Der Charrette. Oh, nee. Könnte es jetzt sein? Nee, wir sind auf dem Ross, ne? Schade finde ich aber, dass die keine Feuertexturen am Boden haben. Es raucht auch nicht wirklich. Das Ross ist wirklich, oder das Pferd ist wirklich tot, wenn man so möchte. Untersucht die Animusstörung. Dass da nicht mehr steht.
Aber ich finde es mal eine coole Abwechslung und ich finde es auch cool, dass so ägyptische Glyphen eintätowiert sind in das Pferd. Definitiv. Kann man sich definitiv geben, vor allem mit dem Mumienkostüm. Tut mir jetzt aber leid, ich muss da definitiv mal Tag machen. Scheiße. Steig mal ab, mach mal Tag. Weil ich möchte nicht am... Also mitten in der Nacht gegen den Scheißgott antreten. Ja, nee, jetzt ist wieder Nacht. War schon irgendwie am einen Dunkeln, oder wie? Scheinbar ja. Gut, setzen wir auf. Gehen wir jetzt zu Sachmet. Und hauen die letzte Prüfung durch, denn es gibt keine vierte. Keine Ahnung, warum nicht. Es hieß ursprünglich mal 4 Prüfungen für 4 Rüstungsteile. Wir werden wahrscheinlich jetzt noch den Schild bekommen, Freunde. Und dann wahrscheinlich noch dazu die Ausrüstung. Oh, hi, Sachmet. Welcher Gott bist du? Welcher Gott bist du? Oh, Flammen. Prüfung Sachmet aktualisiert. Nee. Alter. Grill mich nicht, ne? Der will mich verarschen, ne? Aber zum Glück mache ich Ultra Damage. So. Aha. Ist klar. So. Ist klar, ist klar. Jetzt übertreibt er es, ne? Der Flammengott ist on fleek, ne? Ich glaube, bei euch hackt's, ne? Treffe ich überhaupt? Ja gut. Ich glaube, gegen den nützt es gar nichts. Ausrüstung bitte. Mondsichel, es tut mir echt leid. Ich brauche jetzt einen Raubtierbogen. Leichte Bögen. Nee. Ja, gegen Bossgegner sind echt Raubtierbögen am besten. Definitiv. Trophäenjäger, Höhenmultiplikator. Ja, warum eigentlich nicht? Den habe ich sogar zweimal. Ha, okay. Trophäenjäger, komm. Verdammt. So. Wunderbar. Wunderbar. So. Und nochmal. Wunderbar. Schön in your face, mein Freund. Aha, jetzt kommen deine Glubschi-Vögel, ne? Ja, mal schauen, was die so können. Wenn ich mal richtig mit meinen Sicheln antrete. So, will noch jemand? Ja, klar. Und seine Leute werden nicht irgendwie geschreddert. Nein, warum auch? Ha. So. Killen wir den definitiv auch noch. Also ab Level 40 können die gar nichts mehr. Aha. Sehr interessant. So. Schön, dass wir Slow-Mo noch haben. Auf unserer Seite. Also ich wüsste nicht, was wir ohne Slow-Mo machen würden. Weil irgendwie mit der normalen Pfeilscheiße treffe ich nicht. Was? Brennst du schon wieder? Ich glaube, es hackt. Nicht brennen. So. Schnauze. Einfach nochmal drauf. So. So. Und nochmal. Scheiße. Keine Muni mehr. So.
bist doch genauso ein Schwachkopf wie deine Brüder. Ne? Götterbrüder, die Schwachköpfe sind. Kann ich nicht gebrauchen. So. So. Ach, ja, war klar. Jetzt kommen deine Lollis wieder. Ja. So. Ich habe keine Dinge, ne? Wenn ich die aktiviert habe, habe ich kein Schutzschild, ne? So, komm. Ha. Dass ich mal parieren kann. Tut mir leid. Ich glaub's ja wohl kaum, ne? Genau. Jetzt schon mit zwei. Mit zwei verfluchten Strahlen. So. Ja, genau. So weit kommt's noch. Jetzt hast du mich trotzdem getroffen. Ja, wir brennen. Das hast du gut mitbekommen. Sehr schön. Und jetzt solltest du wieder ein bisschen Leben regenerieren. So. Ja, genau. Ja, genau. Ja, sicher. Sicherlich. So, jetzt brauche ich definitiv... Yo! Alter, übertreib's nicht. Es gibt jetzt auf die Fresse, ne? Kettenwurf, das ist ja heftig. Wenn der jetzt nicht schon abgelegen wäre, hätte ich ihn jetzt noch töten können. Ja, gut, das überlebst du nicht, ne? Scheiße, ne? Ich glaube, du bist am Arsch. Ja, genau. Jetzt kommt noch mal seine letzten Versuche, mich zu killen. So. 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 Und nochmal. So, nochmal. Nochmal ausweichen. Jetzt. Verdammt. Ja, genau. Genau, jetzt darf ich schon wieder einsammeln gehen. Nächster, keine Munition mehr. Jo. Au. Ja, ja, ich geb dir auch gleich, ne? So. Einmal, zweimal und drei. Oder? Nach zwei schon beendet. Was kriegen wir jetzt dafür? Halten zum Verfolgen. Du hast den Gott besiegt. Und wir kriegen jetzt dafür das Schild, Grabwächter-Schild. 94, das ist jetzt das bessere Schild. Mal schauen. Schlaf beim Blocken. Okay, interessant. Der Schutz der Gräber ist eine heilige Pflicht. Okay, interessant. Und jetzt gibt es einfach keine Anubis-Ding. Okay, interessant. Und die Anubis-Rüstung gibt es nicht. Oder wie? Ja. Wir haben heute gegen Sachmet angetreten und haben dafür nur sein Schild bekommen. Ist zwar auch schon was, aber irgendwie, naja. Nicht gerade cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte jetzt, wir kriegen die geile Rüstung. Aber anscheinend war das nur
das, was wir kriegen konnten. Okay. Coole Nahaufnahme. Leider kriegen wir nicht alles, was wir oder was ich wollte. Dann werde ich im nächsten Part mit euch hier weitermachen. Ganz gemütlich. Ja, ihr seht, ich habe gar nicht mehr weitergemacht. Bis jetzt. Und wir haben schon den 5.12. Und ich habe schon sicher eine Woche oder so nicht mehr Assassin's Creed gespielt. Von daher. Mal schauen, wann es weitergeht, Freunde. Spätestens dann, wenn ich keine Folgen mehr habe. Fernkampfwiderstand, Nahkampfwiderstand. Ja gut, aber es nimmt sich nicht viel vom himmlische verschlungene Schemen aus Licht schmücken, dieses Schild. Ja, ich benutze trotzdem noch dieses Schild, aber es ist cool, dass wir das haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich schalte wieder Nacht um, denn zu meinem Pferd und meinem Outfit passen auf jeden Fall nur Nacht dazu, deswegen let's do this. Da ist auch schon mein himmlisches Feuerpferd. Ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, lasst es mich wissen in Form eines Kommis. Bis zum nächsten Mal. Tödelö.